Hallo meine Lieben und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Siedler 3 Amazonen-Kampagne. Und weiter geht der große Steinklau, obwohl wir jetzt gar nicht mehr so viele 33 Steine, obwohl wir haben jetzt schon einiges gebaut, so viel werden wir gar nicht mehr brauchen. Aber wir sind immer noch kräftig dabei, hier den Römer da mal sämtliche Steine wegzuklauen. Müssen wir ja, uns bleibt ja nichts anderes übrig. So, aber wir hatten ja beim letzten Mal gesagt, okay, wenn wir jetzt alle Steine von ihm haben, dann probieren wir einfach mal, ob wir dann irgendwie schon mal an die Kohle und Eisen rankommen. Denn er hat ja schon eine Eisenschmelze. Gegnerische Soldaten sind zum Glück keine mehr da, habe ich jedenfalls jetzt keine mehr gesehen. Okay, das mit dem Wasser läuft jetzt. Hier haben wir dann unsere Minen. Was wir jetzt mal noch brauchen könnten, das wäre ein Eisenschmelzen, eine Werkzeugschmiede würde ich mal hier ersetzen, weil wir jetzt mal langsam auf den Trip kommen. Wir haben jetzt Eisenbahnen hier und vielleicht können wir direkt mal noch hier mal hochgehen. Wir sind einfach jetzt mal so frech. Ich mach das jetzt mal. Wir gehen hier hoch zu der Kohlemine. Oder klauen wir hier... Ne, hier oben ist keine Kohle mehr. Okay. Dann klauen wir mal hier eben alles, was er an der Schmelze hat. Kohle, Eisenbahn, alles wegklauen. Okay, habt ihr alle was? Wo bringt denn der das Eisen hin? Auf die linke Seite, na okay. Ihr habt alle was? Okay, dann kommt mal wieder rüber. Wir klauen jetzt alles, was nicht niedernagelfest ist. Okay, hier wird das Schweinefleisch alles gemacht. Ihr seid hier fertig. Dann könnt ihr mal hier mit auf die rechte Seite gehen. Da könnt ihr da noch ein bisschen Land gewinnen. Und ihr geht mal mit hier hoch. Wir haben bald keine Leute mehr. Das heißt, wir brauchen mal noch ein Haus. Das setzen wir mal hier hin. Also an Steine soll es jetzt erstmal nicht mangeln. Ich hoffe. Sieh mal her, mir geht mal weiter nauf. Was ist denn da noch? Hatten die nicht gesagt, dass irgendwo im Nordosten, in der Nähe im Nordosten, nicht irgendwo ein Schatz sein soll? Jetzt geht das Gesuche los, ne? Geh du mal weiter hier rüber. Ach nee, hier ist schon Strand. Das wird hier... Ist da noch was? Gehen wir noch ein Stück weiter vor. Hier ist ein Schiff. Hier! So, komm, das müssen wir gleich einnehmen. Da geht ihr jetzt mal mit hier hoch und helft den Mädels mal hier. Ihr macht hier weiter, okay. Und jetzt müssen wir hier noch ein bisschen Zeug klauen. Dass wir erstmal alles so weit aufgebaut kriegen. Wie sieht es denn aus mit der Aufwertung? Ist da schon was geplant? Ja, hier. Alles klar, also. Was brauchen wir denn dann? Ich würde noch eine Sense nehmen. Ich würde noch zwei Picken nehmen. Das wird jetzt erst besetzt. Okay. Also, Minen.
Ich glaube, wir hatten 4 Picken, ne? 3. 3 und 2 werden jetzt noch gemacht. Also müssten wir theoretisch, wo haben wir die Minen? Hier. Kohlemine brauchen wir als erstes und sofort. Ganz, ganz wichtig. Geh du mal mit hier rüber. Ich sehe ja gerade Eisen. Da machen wir noch eine Kohlemine. Hierhin. Noch eine Kohlemine dahin. Und dann nehmen wir die eine nehmen wir in Priorität und dann noch eine Eisenmine in Priorität. Wie sieht's mit unseren Dieben aus? Ach, die haben ja alles geklaut, was nicht niedernagelfest ist. Sehr gut, Mädels. Mal gucken, was sie alles mitgebracht haben. Wie sieht's hier auf der Seite aus? Da hat man doch auch noch irgendwo 2 Diebe. Oder? Hier. Wie weit sind wir hier? Oh, guck mal, Waffen hier ohne Ende. Das können wir gut gebrauchen. Schwerter. Das heißt, wir brauchen dann aber auch... eine Kaserne. Eine Kaserne, am besten können wir setzen die Kaserne mit... Wir setzen die Kaserne hier runter, komm. So, mit CDME-Turm hier. Gut, Eisen. Hier mit her und gleich in Priorität. So, haben wir noch irgendwo was Gutes hier für Eisen? Sucht mal noch ein bisschen. Was brauchen wir? Und Kohle, ne? Dann kommt mal mit. Mädels, los geht's. Da hat doch ja Kohle. Komm. Naja, trinkt der Chef erstmal einen Kaffee, ne? Ist aufregend genug. Hier hinten sehe ich gerade, hat er noch ein paar Barren liegen. Das könnte seine Werkzeugschmiede sein. Na gut. Level 2 Soldaten. Na gut, da muss er jetzt erst einmal hier seine Türme besetzen. Wo holt er das Zeug denn her? Vom Süden unten? Okay, habt ihr alles was? Na dann kommt mal wieder rüber. Wie sieht's denn hier aus? Los, jetzt müssen wir hier noch die Verbindung schaffen. Vielleicht noch ein Lager. Sieht's denn aus mit unserem Material? Na, Steine scheinen wir noch ein bisschen zu haben. Da setzen wir doch noch mal eine Schmelze hin. Eisenschmelze. Waffenschmieden. Gleich 2, komm. Hier unten ist auch noch ein Berg, sehr schön. Na komm, macht hin. Damit wir die Waffen hier runter kriegen hier. Das wäre, die brauchen wir dringend. So, Aufwertung. Bald. Ist denn überhaupt die Kaserne schon fertig? Nee. Ah, das sollten wir eigentlich noch Steine genug haben. So, weiter geht's. Kohle läuft schon mal.
Eisen müsste jetzt aber auch langsam besetzt werden, weil Spitzhacken hatten wir ja. Wir könnten vielleicht sogar noch hier unten eine Eisenmine hinmachen. Hier vielleicht. So. Okay. Wie sieht's hier aus? Haben wir die Verbindung jetzt? Level 2 Bogenschützen hat er. Naja, wartet mal. Wir gehen mal hier, so viel Steine hat er gar nicht mehr. Wir gehen mal hinunter in den Süden, wo er da eventuell seine Waffenschmiede hat. Vielleicht können wir da noch ein bisschen was abgreifen. Hier. So, kommt, klaut mal hier. Und wieder rüber. So, wie sieht's hier aus? Jetzt haben wir doch die Verbindung schon. Jetzt müssten doch eigentlich unsere Leute langsam mal ein bisschen hochgehen, ne? Was haben wir hier? Göttliche Gabe, komm. Nochmal. Na, ein paar Schwerter haben wir. Wir brauchen unbedingt Waffen. Die Kaserne ist zum Glück gebaut jetzt. Okay. Können wir denn schon wieder aufwerten? Sehr schön. Wie sieht es denn insgesamt aus? Wir brauchen Honig. Okay, das setzen wir hier noch was hin. Dann könnten wir ja hier unten noch was hinsetzen. Und hier richten wir mal noch ein bisschen ein. So, die kommen klar. Na, hier sind wir ja bald ganz oben hier im Norden, ne? So, dann kommt man hier rum. Könnt ihr hier noch was klauen irgendwie bei den... bei dem Steinbruch hier? Gehen wir mal hier nur noch zu der Waffenschmiede und gucken, was da noch so geht, dass wir da noch so klauen können. Okay, jetzt nehmen sie alles mit. Räumt alles raus, was geht hier. Da müssten wir ja eigentlich schon unsere... Scheiß. Das ist natürlich jetzt ein Mist. Die können wir nicht heilen, ne? Okay. Dann bleibt uns jetzt wohl nicht anders übrig, als mit den Mitteln, die wir haben, jetzt loszulegen hier. So, das heißt, wir brauchen hier für unsere Schmieden, wir machen mal noch ein paar Hämmer. Wir haben ja Kohle erstmal und Eisen. Die Sense ist fertig, da können wir noch Getreide machen, machen wir hier hin. Achso, wie viel Kampfkraft haben wir denn jetzt eigentlich? 42%. Ja, da wollen wir mal sehen, ob das jetzt alles so reicht. Ich glaube, beim Römer können wir jetzt nicht mehr so viel klauen. Vielleicht finden wir irgendwo noch ein bisschen Gold. Geht mal hier rüber. So, der macht einen Hammer.
Die Spitzhacken hat er ja schon gemacht. Sind denn unsere... Die Minen sind besetzt, okay. Haben wir denn wieder ein paar Soldaten hier? Okay. Wenn dann irgendwo mal ein Angriff kommt. Wir besetzen den Turm mal voll. Ah, jetzt kommen sie schon hier, die ganzen Waffen. Sehr gut. Haben wir denn unser Lager? Okay, dann könnt ihr ja eigentlich das Gold schleppen. So, runter, sehr schön. So, Waffenschmieden sind besetzt. Macht ihr mal Schwerter und Bogenschützen, bitte. So. Wir hatten doch noch irgendwo gesagt, kann die schon wieder göttliche Gabe machen? Ja, mach mal hier. Jawohl, Honig und Schwerter. Sehr schön. Hatten wir nicht noch irgendwo... Ach hier, das Haus ist ja schon fertig. Okay. Jetzt nimmst langsam Fahrt auf, Gott sei Dank. Dass wir uns irgendwie wehren können. Weil ich würde gar nicht mehr so lange warten, irgendwie den Römer mal ins auszuwischen. Hm. 40%, okay. Wir bringen sie das Eisen runter. Hier müssten wir eigentlich schon alles jetzt runtergeschleppt haben, ne? Wenn wir jetzt lange Wege haben, wäre es vielleicht günstig zu sagen, wir machen mal die Träger auf 25 oder vielleicht sogar auf 30. So, Eisen, Kohle, nee. Geht mal hier hin. Müssen wir mal alles mal ein bisschen durchsuchen hier. Ansonsten ist ja jetzt alles besetzt, ne? Okay. Hier drüben. Warte mal, hier haben wir noch Pioniere. Ihr könnt. Wird hier hinaufgehen. Wo machen die hier oben hin? Warte mal, hier müsst ihr nicht unbedingt... geht mal mit hier hin. Wo machen die denn hin? Werden wir sehen. Okay. 53%. Das geht jetzt schon ein bisschen zügiger. Okay, du mal weiter hier runter. Wir wollen ja hier nicht bei dem Bauernhof irgendwie. So. Und du hackst mal hier oben ab. Ich hoffe, dass wir... Warte mal. Hier hatte ich doch noch einen Fisch gesehen. Ich hoffe, dass wir da jetzt das erste Mal genug Soldaten haben, um uns zu verteidigen. Ne? So, was ist mit euch? Ihr geht nochmal hier an die Grenze. Habt ihr hier was gefunden? Auch nett. Na, dann geht mal hierher. Es kann doch nicht sein, dass hier auf dem großen Berg nichts ist. Machen wir noch ein Lager. So, wir wollen ja auch nicht so rummuscheln mit die Steine, ne? Ich hoffe nur, dass wir hier oben irgendwelche Steine finden. Wie doch gesagt haben, irgendwo hier oben sollen welche sein, ne? Ach, guck mal an, unsere Diebe heilen auch, okay. Na, dann lass uns nochmal runtergehen. Und wenn es bloß zwei sind,
55% Kampfkraft. Na, das ist schon... Das ist schon okay. So, wie sieht's hier aus? Kommt Steine. Obwohl, ich denke mal, hier werden keine Steine weiter sein. Aber wir können ja mal reinschnüffeln ein bisschen. Aufwertung? Nee, noch nicht ganz. Was ist hier? Ach. Also hier ist kein Durchkommen mehr, ne? Steine gibt es auch nicht mehr. Wir gehen hier nur noch in Spionieren. Ah ja, hier sind noch ein paar Steine. Ah, da ist uns schon wieder ein... Ist uns schon wieder ein Soldat auf den Fersen, oder? Oh, das gibt's nicht, ne? Ärgerlich. Okay. Jetzt Aufwertung. Habt ihr noch ein bisschen was gefunden, Mädels? Auch nicht. Das gibt's doch nicht. Vielleicht ganz hier hinten. So, geht mal. Tut mal hier mitmachen. Und. Wo sind denn die anderen alle? Die machen hier drüben. Okay, dann fangt mal hiermit an. Dann müssen wir ja irgendwo mal noch ein paar Steine finden. Geht mal mit hier rüber. Und dann gucken wir mal, ob wir hier oben im Norden noch was finden. So, da brauchen wir noch eine zweite Schmelze. Frage ist jetzt, wo kriegt man da jetzt unsere Steine her? Ich schätze, wir haben nur noch eine Chance, dass wir irgendwo im Norden irgendwo ein paar Steine finden. Das, denke ich, ist unsere einzige Möglichkeit jetzt. So. Deswegen fangt einfach mal hier an. Kann ja mal eh schon mal aufgehen und mal gucken, ob es da irgendwo was... Also hier... Mit hier müssten wir ja eigentlich eine Verbindung haben. Moment. Nee, hier ist nix. Das sind natürlich dann auch weite Wege, ne? Wenn da oben Steine sein sollen. Wo machst denn du hin? Ist doch ein Agent hier. Hier. Was, nur einmal oder was? Nee, zweimal? Okay. Alles klar. Dann würde ich sagen, du machst mal hier mit. Wir müssen jetzt eine Verbindung hinauf schaffen. Du mal Land einnehmen. Das ist jetzt natürlich... Na, hier klemmt's auch. Wir brauchen unbedingt eine zweite. Die zweite Schmelze. Oh, wartet mal, wenn wir... wenn wir nämlich oben die Steinbrüche bauen wollen, brauchen wir ja auch Steine. Entweder reißen wir da hier wieder was ab. So, Mädels, habt ihr was gefunden? Nee, auch nicht. Geht mal ganz hier runter. Ich nehme mal noch... 5 Pioniere.
geht ihr jetzt mal ganz hinauf und macht mal noch ein bisschen frei. Okay, wie sieht's hier aus? Hier haben wir auch einen Berg. Also ich glaube, das brauchen wir ja eben nicht mehr. Ich würde sagen, kommt mit hier rüber und macht hier... füllt die Lücke mal aus. Aber mit den Soldaten, das klappt jetzt ganz gut. Aufwertung? Nee, noch nicht ganz. Wenn wir jetzt noch Gold finden würden, dann würde ich sagen, das wäre cool. Was habt ihr, Yippie? Na, so richtig Yippie ist das nicht, ne? Brauchen wir denn eigentlich wieder Siedler? Würde ich fast behaupten, ne? Frage ist nur, wo... Wir müssen jetzt irgendwie hier oben zusehen, dass wir an die Steine rankommen. Und zwar ganz, ganz dringend. So, hier haben wir ja die Verbindung schon. Ihr macht mal hier noch mit. Ihr konzentriert euch jetzt hier oben mal auf diese Enge. Jetzt müssen wir das mal alles ein bisschen koordinieren hier. Ja, meine Lieben, ich würde sagen, ich spule mal kurz die Kassette vor, bis wir hier die Verbindung haben. Und dann bin ich gleich wieder da. Bis gleich. So, meine Lieben, da sind wir wieder. Ich habe mal hier oben alles frei gemacht. Es ist ein ziemlich langer Schlauch bis hier runter, ne? Aber was bleibt uns anders übrig? Ich habe 3 Steinbrüche hingesetzt. Wir brauchen dann dafür aber auch 6 Steine, ne? Für jeden Steinbruch 2. Ich habe die mal in Priorität genommen und versuche jetzt einfach mal, vielleicht kriegt man ja über die göttliche Gabe mal ein paar Steine. Ab und zu soll das ja vorkommen. Vielleicht haben wir Glück. Nee, aber einen Haufen Bögen. Na gut, vielleicht klappt es beim nächsten Mal. Oder wir könnten vielleicht irgendein Gebäude, was wir nicht mehr brauchen. Eine Ahnung. Wir nehmen jetzt mal hier... Moment. So, können wir denn schon wieder aufwerten? 90%, okay. Wie sieht's hier aus? Okay, haben wir ja schon fast alles freigelegt. Machen denn unsere Leute schon rauf? Guck mal her. Ja, okay, die Planierer machen schon los. Das ist sehr gut. So bis hierhin braucht ihr nicht unbedingt. Jetzt. Wir euch wieder zurückwandeln. Okay, ihr macht noch ein Stück. Vielleicht findet ihr noch was. Jetzt zumindest irgendwo mal 2 Steine. Habt ihr schon ein bisschen was gefunden hier hinten? Nee, auch nicht. Yippie? Nee. Okay, dann kommt mal hierher. Ob ihr hier was findet. So, Hauptsache die Waffenproduktion, die läuft. 96%, okay, dann können wir wieder aufwerten. Und ich sage, mach dir mal noch ein paar Schwerter. Weil dann werden wir dann gleich nochmal die Schwerter aufwerten. 100, okay, da haben wir's. Aber noch was für die Kampfkraft würde ich gerne tun, ne? Steine, Steine, was können wir entbehren? Göttliche Gabe ist nicht. Waren schicken, Waren herbeirufen, nee. Das ist alles nicht so... Das ist alles nicht so das Gelbe vom Ei. Wir hatten doch... Warte mal, wir haben doch hier das kleine Haus.
Aberwenzen in Edelstein. Oh, jetzt wird überall zusammengekratzt. Ich hasse es. Yippie. Dann geht mal hierher, aber hier was findet. Und jetzt kommen wir hier schon an die Grenze vom Ägypter. Dann kommt er mal zurück, da wandeln wir euch mal um. Du kannst auch wieder zurückkommen. Geh du mal mit hier hin. Gold! Gold, Gold, Gold. Jetzt muss ich gucken, wie viel Spitzhacken hat man noch. 5. Aber nicht bloß ein Schild, bitte. Goldschmelze. Okay, und Lager haben wir ja noch. Na, sucht mal noch ein bisschen weiter. Ich muss mal zusehen, dass ich irgendwo noch einen Stein... Ich glaube, mal so eine Fischerhütte erste Mal entbehren. Doch, ein Stein, aber... Da ist ja jetzt hier kein Stein mehr, oder? Es steht ja... Ah ne, da steht er vor, okay. Mal gucken, vielleicht kriegen wir es sogar hin. Dass jetzt hier der eine Stein, der mal mit Nuff geschleppt wird. So. Zu Trägerinnen. Okay. Ja, meine Lieben, da würde ich sagen, da machen wir hier mal wieder ersten Cut. Ich denke mal, wir haben das Steinproblem gelöst. Ich hoffe, es ist nicht zu spät. Das große Haus muss fertig werden, damit wir weiterhin Soldaten rekrutieren können. Und da müssen dann aber hier oben erst einmal noch die Steinbrüche fertig werden. Also es gibt noch einiges zu tun. Ist langwierig wieder. Ja, also schaltet gern wieder ein, wenn es heißt Siedler 3. Bleibt bestimmt gesund und bis dahin. Ciao, ciao.